Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen jetzt hier heute zum Talk auf der Terrasse sozusagen. Ich bin hier zu Gast in Ostwestfalen, in Werther ganz genau, Großraum Bielefeld, bei den Sperlingen hier, bei der Gabi und beim Helmut. Und wir haben vor, eine Tour zusammenzufahren, die kommt dann im nächsten Video, könnt ihr euch angucken. Und ich bin auf die beiden, was heißt aufmerksam geworden, wir haben es kennengelernt vor jetzt fast einem Jahr bei der Electro Devils Community Tour im Allgäu. Da hatte ich euch ja angemeldet. Vorher kannte ich euch halt nur auch von YouTube oder halt vom Livestream von Harry Sabelay zum Beispiel, dass man sich mal ein bisschen geschrieben hat. Und sonst noch halt auch nicht persönlich, da persönlich kennengelernt. Und da hatten wir ja schon, glaube ich, ein abenteuerliches Wochenende gemeinsam. Video ist ja vielen von euch vielleicht auch bekannt und sonst verlinke ich das nochmal hier. Dass wir da, glaube ich, auch die Gemeinschaft Electro Devils so ein bisschen geformt haben. Das war es ja auch, ne? Und gerade auch für dich war es, glaube ich, ein ganz besonderes Abenteuer, weil du bist ja Rollstuhlfahrer, Handbiker. Und das ist ja auch auf irgendwas Besonderes. Das gibt es so oft jetzt nicht, für uns jetzt jedenfalls, wenn ich eine Tour unternehme, wenn wir eine Tour planen, eine gewisse Herausforderung. Im Allgäu war es dann ja auch eine gewisse Herausforderung, auch für den Tourplaner. Der hat er dann nämlich gar nicht so berücksichtigt. Dass da Steigungen mit 18% auf losem Geröll vielleicht ein Problem sein können. Liebe Grüße ins Allgäu. Aber am Ende des Tages hatten wir doch alle eine ganze Menge Spaß. Ne? Aber ich bin ein neugieriges Kind, es ist ja in mir drin und mich interessiert ja sowas halt. Ne? Auch wie das technisch funktioniert, welche Hürden da sind. Und unser eins stellt sich immer vor, größte Handicap ist vielleicht, wenn so ein Drängelgitter ist, wo man nicht durchkommt, aber da gibt es ja ganz andere Herausforderungen noch oder ein paar Stufen. Haben wir ja auch schon gesehen, oder hast du gesagt, beziehungsweise kannst du mal selber ja erzählen, was so die Schwierigkeiten im Alltag sind für dich als Handbiker? Ja, der Untergrund zum Beispiel, Schotterwege oder auch Vertiefung im Boden oder so. Man muss ja denken, man fährt auf drei Rädern, ne? Nur mit einem Rad vom Rollstuhl aus mit dem Hinterrad in so ein Loch reinkommt, kann es passieren, dass man umkippt. Ja. Oder die Straße ist etwas schräg. Ja. Fällt zur Seite ab. Ne, jeder, der als Kind mal Dreirad gefahren ist, der weiß das. Ja, das stimmt. Wenn man zu scharf in die Kurve geht, dann kippt es um. Ja. Dann kippt es um. Und ist das auch schon mal passiert? Bist du schon mal so gestürzt? Ja, ist schon ein paar Mal passiert. Aber hast du nicht großartig wehgetan? Nichts passiert, nein. Immer schön Helm aufgehabt. Ja. Aber ihr fahrt auch immer zusammen dann? Oder dass du ihm dann helfen kannst? Ja, es gibt auch Zeiten, wo er alleine fährt. Ja. Da habe ich immer ein bisschen Bange, aber er kommt immer nach Hause. Also, also normalerweise fahren wir aber zusammen und. Also es gibt ja die Möglichkeit, auf dem Handy Standort zu teilen. Macht ihr ja schon, ja. Dann weißt du ja schon. Mhm. Weil ich habe ja schon im Allgäu die Tour, da haben wir es ja auch gemerkt, du bist ja auch immer rasant unterwegs. Da haben wir ja mit einem normalen E-Bike manchmal Stress hinterhergekommen. Ja, brauchst mal ein bisschen Anschwung. Brauchst mal ein bisschen Anschwung, aber wenn es bergab ging, dann hast du es auch rollen lassen, ne? Ja, aber nicht voll. Also das ist dann schon ein bisschen gefährlich. Hast du da auch Respekt davor? Ja. Eine Kurve kommt oder sowas. Und wie lange bist du mit dem Handbike jetzt schon so unterwegs? Oh, das ist jetzt mit dem E-Handbike 4 Jahre. Ja. Also mit dem Zeitpunkt. Also mit diesem jetzt hier. Ich habe vorher ein anderes gehabt, aber das war mehr was zum Spazierenfahren. Also ja. Hatte nicht die Leistung wie dieses Handbike jetzt. Und davor hatte ich ein manuelles, also ohne Motor. Das war eine Quälerei. Ja. Man ist also wirklich eine leichte Steigung, man ist 10 Meter gefahren, man musste sich eine halbe Stunde ausruhen, um dann wieder weiterzufahren. Ja. Also dies jetzt mit dem Motor, das ist eine fantastische Sache. Also bei dir muss die ganze Kraft ja aus den Armen kommen, um das Rad zu bewegen. Und machst du da extra Training oder ist das Training genug schon? Nein, das ist schon Training genug. Also ich denke mal, die Kraft kommt hauptsächlich aus den Schultern, gar nicht mal so aus der Arme. Ja. Aber das kommt mit der Zeit. Aber merkst du dann auch, hat man da mehr Verschleiß in den Schultern? Also merkt man, dass man die ganze Zeit ja die Arme so benutzt? Nee, ich glaube, ich habe ja nur auch jahrelang Tischtennis gespielt. Ja. Das ging eher auf die Knochen als das Handbeigen. Das Handbeigen, das ist diese runde Bewegung, die ist sogar für die Gelenke, glaube ich, noch ganz gut. Freunde, Tischtennis gespielt. Gestern Abend hier angekommen und die Sperlinge haben so einen Gästebereich, ne, wo ich schlafen darf. Steht eine Vitrine und da sehen wir, das wusste ich ja gar nicht, Bronzemedaille. Ist das Bronzemedaille? Ja, ne? Von den Olympischen Spielen. Ja. Barcelona 92. Hallo? Hab ich ja gar nicht gewusst. Das ist doch bestimmt eine tolle Erfahrung gewesen, oder? Das waren Olympische Spiele. Ganz, ganz tolle Erfahrung, ja.
Und spielst du jetzt auch noch richtig Turniere oder? Also jetzt seit einem halben Jahr so spiele ich jetzt nicht mehr. Ich habe bis dahin noch trainiert. Ja. Und mal ausgeholfen, wenn es sein musste, aber im Moment nicht mehr. Aber bestimmt auch. Ich hoffe, dass es mal irgendwann wieder klappt. Im Moment habe ich ein bisschen Probleme mit den Knochen, aber. Aber das war doch auch bestimmt dann, du musst doch mit dem Rollstuhl am Tischtennisplatz immer hin und her fahren, oder? Oder ja, hast du dann so den Radius oder gibt es da extra Regeln? Du hast den Radius, nee, du kannst dich schon bewegen. Ja. Aber es ist hauptsächlich fährst du an die Form zurück. Das finde ich total spannend. Mhm. Du musst noch einen extra Rollstuhl für haben oder geht das dann mit Das geht mit dem Alterstuhl. Ja. Gut, man hat, wenn es geht, nicht gerade einen Faltrollstuhl, der ein bisschen instabil in der Bewegung ist. Naja, so einen starren Rollstuhl ist da schon besser. Ja. Wie ist das denn auch für dich dann auf so Touren? Wenn er dann wegrollt, haben wir im Allgäu ja auch gesehen, der ist dann plötzlich weg und du fährst ein normales E-Bike halt und hast jetzt auch nicht den stärksten Motor, hast du erzählt. Ja. Das ist manchmal schon dann schwierig, ne? Das ist hinterher zu kommen. Ja, das ist schwierig. Und schlecht hören kann er auch gut, hast du gesagt, ne? Das stimmt, ja. Ja. Kommt auch das Kind in dir durch, ne? Dann ja, nur also, vorangehen. Wenn er dann so diesen Tunnel hat, ne, dann geht er ab. Ja. Aber es ist auch schön, dass man sich an der frischen Luft zusammen bewegen kann, ne, in diese Touren so was unternehmen kann. Mhm. Und sonst hätten wir uns jetzt ja auch nicht kennengelernt. Ich finde das ja auch besonders toll, dass ihr auch im Allgäu dabei wart. Das war ja auch noch so eine besondere Herausforderung. Wir hatten ja gesagt, das war unsere erste Community-Tour, alle müssen zelten auf dem Campingplatz. Und wir kannten euch ja noch gar nicht. Und hast du geschrieben gehabt, den kriege ich wohl ins Zelt rein, den Helmut, aber ich krieg ihn alleine dann nicht wieder raus. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir so, ups, ja, vielleicht sollten wir doch eine kleine Ausnahme machen. Und dann hast du ja auch extra euren Transporter umgebaut, dass Helmut darin schlafen kann. Ich habe ein Bett gebaut, Kann. Ja. Gibt es ja auch so einen Short. Du musst unbedingt Kanal von der Sperrlinge gucken und abonnieren. Da war ich total begeistert, ne, dass du dir da mit den Holzlatten dran gemacht hast und da mal eben Bett zusammengezimmert hast. Ja. Und warst du auch so begeistert vom Schlafen her, vom Schlafkomfort her? Oder? Ja, das ging. Also Gabi hat sich ganz große Mühe gegeben. Das Bett war auch in Ordnung, aber es war halt ein bisschen schmal und... Aber es ging mir für eine Nacht. Es musste ja in den Bus reinpassen. Ne? Ja, ja, klar. So riesig ist der Bus dann auch nicht. Ja. Aber ich finde das total toll, dass du mir dann auch die Mühe gemacht hast, dass sie daran teilnehmen können. Ne? Finde ich total klasse. Also wirklich Daumen hoch meinerseits. Aber ich bin ja noch ganz interessiert jetzt natürlich auch an dem Handbike selber. Mhm. Das ist ja nichts, wo ich jetzt in den Fahrradladen gehe, hier irgendwie so eine Fahrradkette und sage, schönen guten Tag, ich hätte mal ein Handbike. Gibt es da spezielle Geschäfte für, wo da man hingehen kann? Da gibt es spezielle Hersteller, ja. Und, muss man irgendwie weit fahren? Gibt es da nur einen in Deutschland, wo man hin muss? Oder? Ja, es gibt in Deutschland gibt's schon mehrere. Es gibt im, wie weit ist das entfernt? 50 Kilometer? Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Ort. Das heißt aber auch, wenn was Delbrück. Ist, Delbrück. Wenn was genau ist, müsstest du auch da erstmal damit hin, weil normaler Fahrradladen sich damit ja nicht auskennt. Von den technischen Eigenschaften, Helmut hat gesagt, er macht nochmal ein eigenes Video auf eurem Kanal und stellt sein Handbike nochmal ganz genau vor. Aber sonst ja E-Bike Nabenmotor im Vorderrad. Ja. Und wie viel Watt hat der? Der hat 250 Watt, 45 Newtonmeter. Gelten da dann die gleichen Regeln für uns wie mit dem Pedelec, dass man keinen stärkeren haben darf? Ich denke schon. Weil in der Straßenverkehrsordnung steht ja vom Zweirad steht da ja drin, das ist ja ein Einrad. Ist eigentlich ein Einrad, ja. Also da bin ich überfragt. Ne? Also, so viel ich weiß, haben die alle 250 Watt. Weil Speichenreflektor hast du ja auch nicht drin, von daher hältst du dich da ja auch nicht an die Straßenverkehrsordnung. Ne? Und Reflektorreifen ist es auch nicht. Nein, aber der Rollstuhl hat ja Reflektor. Hab ich aber ja, klar, macht nur Spaß. Und okay, 250 Watt. An Akkuleistung, du hast ja drei Akkus zum Wechseln, sind das ja? Ja. Ne, das ist einmal oder zweimal 500 und 4 Watt und einmal 412 Watt. Also roundabout 1400 Wasserquetschte Wattstunden Leistung. Wie weit kommst du damit dann? Also bis zu 120 Kilometer. Also mit allen dreien. Ja. Also verbraucht schon ordentlich. Das ist ja schon was. Aber dann hast du auch Arme, oder? Nach 120 Kilometern, dann hat man, oder? Ja, das merkt man dann schon bei 120 Kilometer, ja. Ja. Da merken wir auch, ne, wenn 120 Kilometer geradelt sind. Das sind ja auch nicht so meine typischen Tagestouren jetzt hier, die ich unternehme. Und was ist jetzt, wenn du mal eine Panne unterwegs hast, zum Beispiel der Rollstuhl jetzt ja auch, habe ja gestern gesehen, 8 Bar sind die Reifen ja aufgepumpt, relativ schmal. Wenn ihr einen Plan habt, habt ihr da Ersatzmaterial, Flickzeug dabei?
Kommt dann das der ADAC? Nein, das würde ich nicht hinbekommen. Ja. Das bekomme ich nicht runter und auch nicht wieder drauf, diese Reifen, weil die so schmal sind und richtig fest. Ja. Wir waren an der Ems unterwegs für zwei, also die letzten zwei Etappen, da haben wir ein Ersatzrad mitgenommen. Also das hatte ich hinten auf dem... Ganz Ersatzrad. Stimmt, habe ich im Video gesehen. Auf da habe ich mich noch gefragt, gespannt. Warum der Ersatz... Ja klar. Das war ein Rad jetzt, für einen Rollstuhl. Wo ich die Frage stelle, kommt... Ja, ja. Gut. Damit man einfach nur wechseln kann. Ja, ich habe mich auch gedacht, wie macht man das denn? Und sind es ja nur mit Steckachsen. Ja. Kannst du lösen, abziehen. Und du kannst du kannst ja den Reifen auch nicht wechseln, weil Helmut sitzt ja da drin, wenn was kaputt ist. Stimmt. Na? Aber das Rad wechseln, das geht schnell. Dann halte ich ihn mal kurz schräg und dann wird das einfach ausgestöpselt, das nächste dran gestöpselt und dann geht's weiter. Ja, Leute, das sind die Herausforderungen. Wir machen uns immer einen Kopf, was wir auf Radreisen mitnehmen. Aber wenn du so eine Tour unternimmst oder längere, mehrere Tage, muss man sich auch wieder ganz andere Gedanken machen, ne? Was alles mitgenommen werden muss. Ne? Mhm. Also Flickzeug macht keinen Sinn und ADAC, die flicken ja mittlerweile auch Fahrräder unterwegs, aber wird dann erstmal auch nichts bringen wahrscheinlich. Haben wir noch nicht probiert, keine Ahnung. Wir haben natürlich, was ich dabei habe, sind Schläuche, weil es spezielle Schläuche sind. Dann musst du aber auch eine Werkstatt. Fahrradhandel so gar nicht gibt. Dann musst du dann aber auch eine Werkstatt. Aber hast du auch schon mal einen Platten gehabt überhaupt? Oder? Ich habe schon Platten gehabt. Also das war nicht so weit von zu Hause, bin ich mit dem Platten noch nach Hause gefahren. Ja. Aber bei uns auf der Tour glaube ich noch nicht. Noch nicht, nein. Toi, toi, toi. Und du sitzt ja nur mal im Rollstuhl, das ist ja praktisch täglich dein Bewegungsmittel, wo du unterwegs bist. Wie viel Satz Reifen braucht man da im Jahr? Bis die platt gefahren sind, oder muss man gar nicht so oft wechseln? Also die halten Ende, so ein, zwei Jahre halten die schon. Echt? Ja, okay. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Sicherheitsaspekt, gerade wenn man jetzt Handbiker ist, da muss ja auch Profil drauf sein. Oder ist nur vorne eigentlich das wichtige Rad? Ja, oder vorne Motor ist eigentlich das Wichtigere, ja. Weil da der Antrieb ist. Und wir haben es jetzt wieder gemerkt, die Straße nass war oder so, oder durch den Schlamm bei der einen Tour, die wir gefahren sind. Da geht nichts mehr. Da dreht er durch vorne. Also nicht nur ich, sondern auch das Rad. Ja. Ne? Und was wollte ich jetzt gefragt haben? Antrieb, genau, Kette. Du hast dann ja mit den Armen, mit einer langen Kette, so einem Chain-Glider läuft die ja unten. Und das sieht aber aus wie eine normale Kettenschaltung. Ist es wie am Rad sonst auch. Ja. Und dann über den Nabenmotor. Also im Prinzip ein Hinterrad, was nach vorne gebaut wurde. Wenn man so viel ist, da ist ja gar nicht so viel Technik jetzt dran im Vergleich zum E-Bike. Nichtsdestotrotz, Preis darf ich auch fragen. Das ist wahrscheinlich deutlich teurer, als weil es seltener ist oder was Spezielleres ist als ein E-Bike, oder? Dieses Bike habe ich gebraucht gekauft. Ja. Ich weiß aber, dass das neu gekostet hat, damals 7.000 Euro. Für ein nach vorne gebautes Hinterrad. Ja, klar. Aber das ist ganz Spezielles und dann... und das sind aber nicht mal... würde ich sagen, hochwertige Teile verbaut worden. Ja. Ne? Also. Muss das denn regelmäßig gewartet werden? Machst du das dann? Schaltung einstellen oder so Kette fetten oder machst du das alles selber? Nee, oder? Das macht unser Schwager Toni. Ja, der kennt sich da aus. Der kennt sich aus. Das ist super, wenn man einen hat. Der hat mir schon zwei Motoren repariert. Und genau, Motor, was für eine Marke ist das dann? Das ist ein Barfang. Barfang-Motor. Ja. Nabenmotor. Ja. Hast du auch mal erzählt, ist der auch schon mal durchgebrannt, ne? Beim Berghochfahren? Der letzte ist durchgebrannt, ja. Und bei einem sind wir mal die Ritze, muss ich austauschen. Das heißt, der muss schon ganz was leisten, wenn er 250 Watt vorne in der Nabe ziehen darf. Ja. Wenn man da richtig bergauf und dann irgendwann abverlangt. Lag auch ein bisschen meiner Fahrweise. Ich hatte mich verschaltet, war ein zu hoher Gang drin und habe versucht, dann an den Berg anzufahren. Das mochte er nicht. Gut, und die kann man, ja gut, das Vorderrad kann man dann ja wahrscheinlich nachbestellen, den Motor. Das kann man komplett, ich habe es ja schon einmal ein neues, komplettes Vorderrad mit Motor, allen drum und dran. Aber es ist dann auch eine Kostenfrage. Ja. Ne? Und diese Barfangmotoren gibt es so viele, die auch in die E-Bikes, normalen Fahrräder eingebaut werden. Und ich wollte mir jetzt eigentlich nur so einen neuen Motor holen, für den der durchgebrannt ist. Aber ausgerechnet den bekomme ich nicht. Das ist aber wichtig für die Steuereinheit wahrscheinlich, dass das Zusammenspiel passt, ne? Eben. Und ich habe mir jetzt einen Motorinnenteil bestellt. Ja. Jetzt drauf warte. Das gibt es ja auch 500 Watt Barfangmotoren. Ne? Ich glaube, bei der Kontrolle würden die es bei dir bestimmt nicht kontrollieren. Ne? Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, ob das mit der Steuereinheit überhaupt. Nee, da muss man, das kann man ja komplett, kann man das ja kriegen. Ne? Ja. Wir kennen ja hier liebe Grüße nach Münster, der Rainer, der hat ja seinen Fahrrad komplett selbst gebaut. Mhm. Das, oder beziehungsweise sein normales Fahrrad zu einem E-Bike selber umgebaut. Mit einem Umbausatz von E-Bike Solutions aus Heidelberg. Und die bauen auch solche Sachen. Also gibt es da auch, haben wir gesehen. Die machen auch für Handbiker. Weil ihr habt ja auch. Ihr seid ja richtig Electric Devils, ihr habt ja auch die Electric Devils Kutten.
und blende mal eben ein Foto ein. Und du hast ja auch eine mit dem Handbike hinten drauf. Und die Vorlage haben wir ja von E-Bike Solutions. Die haben sie uns ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt von deren Webseite, dass wir die ja benutzen durften dafür. Ne? Und das weiß ich, aber der fällt mir nur gerade so ein. Ne? 500 Watt, da kommt man ein bisschen, aber dann ist er noch schneller weg. Ne? Lieber ja, nicht, ne? Lieber nicht. Ja, nur, dann hast du natürlich mit ein bisschen mehr Power, wenn man sich fest fährt. Im Schlamm macht es ja auch keinen Sinn, dann dreht das Rad nur durch. Also mehr Kraft macht da eigentlich keinen Sinn. Ne? Und noch schneller fahren, bergauf macht eigentlich auch keinen Sinn. Müsste wieder mehr Gewicht aufs Vorderrad. Und dass der Motor dann vielleicht weniger Stress hat, in Anführungsstrichen, ja, ne? Wenn er leistungsfähiger ist. Das finde ich so eine Idee. Ja, finde ich total spannend. Da freue ich mich schon auf das Video, wenn du dein Handbike dann selber vorstellst, mal im Detail. Mhm. Das ist, glaube ich, für viele Leute, für mich total interessant. So technische Sachen, das interessiert mich ja immer. Ich bastel ja auch gerne selbst mal am Fahrrad rum. Und bastelst du auch an deinem Fahrrad selber rum oder sagst du, komm? Nee. Aufpumpen, aber noch selber? Ja. Aber das ist dann auch alles. Waschen. Und dann muss auch der Schwager muss dann ran. Ja, du hast es aber in der Wartung gegeben jetzt. Oder so, ne? Ich schaffe das dann immer hier zum Händler oder so. Einmal im Jahr. Ja, ist ja dann auch, wenn man da selbst keinen Spaß dran hat, ja auch nicht ganz unvernünftig. Wenn man jemand viel fährt, dann will man es ja auch in Schuss haben und dann nicht gerade auf einer Tour sein oder am besten noch auf einer Reise. Und das Zeug funktioniert nicht, ne? Da macht es ja auch keinen Spaß, ne? Ja. Ja, super, interessante Sache. Ja, dann sage ich Dankeschön, ne, dass ihr meine Frage, oder jetzt du hauptsächlich ja, ist halt interessant, ne, das Ganze. Wir quatschen natürlich auch noch ein bisschen weiter, beantwortet hast und ich freue mich auf die gemeinsame Tour mit euch hier. Ihr zeigt mir dann ja hier euer Ostwestfalen und ich war mit dem Fahrrad ja noch nicht hier unterwegs, darum seid gespannt, liebe Leute, auf das nächste Video, die Tour dann mit den Sperlingen hier in Ostwestfalen und Kanal von den Sperlingen auschecken, blende ich hier oben ein. Und natürlich auch abonnieren, Videos gucken. Ich finde es total interessant. Ne? Die beiden sind auch sehr lustig, sehr humorvolle Videos immer, wenn Helmut dann wegfährt und hinterher rufst und so weiter. Oder pfeifen. Oder pfeifs, genau. Von daher wirklich mal ausprobieren, ansehen. Ja, liebe Leute, danke fürs Zuschauen, sage ich. Dann bis demnächst. Euer Swobo. Ciao. Ciao.